Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. In der letzten Folge haben wir Lindblum erreicht und ich musste ja ein bisschen stressen. Dann ist mir Folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ja, hier ist ein bisschen alles so leicht abgekattet, wenn man so will. Und dementsprechend ist es recht schwer, hier gerade Anschluss zu finden. Also wir waren jetzt dann am Bahnhof. Die haben ein bisschen gequatscht. Dann haben uns Wachen von Lindblum angegriffen. Also nicht angegriffen, aber sind uns angegangen. Haben halt gefragt, wie wir sind, so, wie wir halt aussehen, das geht ja gar nicht. Und dann haben wir halt erstmal erklärt, ja, wir sind hier von Ding Prinzessin Garnet und so. Und das geht ja gar nicht, wie die gerade mit uns umgehen. Und dann haben wir erstmal klargestellt, dass wir wirklich die Prinzessin sind. Die hatte halt diese Drachenklaue dabei. Und dann kam ein Vertreter vom König. Der hat dann gemeint, ja, das ist sie schon. Und dann sollen die uns in Ruhe lassen jetzt. Und dann haben die uns dann auch in Ruhe gelassen. Und dann durften wir uns frei bewegen. Prinzessin Garnet wurde zum König eingeladen, der sie komischerweise schon erwartet hat, muss man sagen. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich bin nämlich zum Speicherpunkt gelaufen, weil ich mir gedacht habe, ich spiele nicht noch eine Sekunde weiter vor, solange meine Aufnahme nicht läuft wieder. Weil die hat gestreikt gestern. Und jetzt sind wir hier. Ich habe beim Mori gespeichert. Jetzt quatschen wir mal. Das ist Mock. Ein Brief vom Kumop. Hurra! Hurra! Tut mir leid, Leute, ich muss da gerade jemanden schreiben. Und zwar habe ich nämlich eine Überraschung fertig gemacht für jemanden für Weihnachten. Und So. Und zwar handelt es sich, ja, das kann ich jetzt ruhig sagen, um eine Art Fotokollage von uns. Ich wollte einfach mal was selbstgemachtes. Okay. Von Kumop an Mock. Stilskin hat mich besucht, Kupo. Er sagte, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe. Und dass er dahin geht, Kupo. Und dann war er auch schon wieder weg, Kupo. Aber wo genau ist er jetzt hin eigentlich hin, Kupo? Lass mich wissen, wenn du etwas weißt, Kupo. Ja, oh Stilskin, Kupo. Stilskin, Kupo. Ob er wohl nach Lindblum ist, Kupo? Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Atura, gerne. Dann, Kupo. Ja, wir sprechen ihn nochmal an, vielleicht hat er ja noch was. Ich hätte so gerne einen Brief, ja, den hätten wir jetzt alle gerne, ne? Okay. Wir haben einen Kristallarmreif bekommen. Oh. Das ist natürlich was Lustiges. Okay, was haben wir hier? Gift und Galle ist eh klar. Das braucht man nicht. Was haben wir hier? Verhindert blind, Arsene, Lupin. Kavalier müssen wir jetzt auch nicht haben. Ne? Cloud gleichzeitig auch Jill. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Wir brauchen mehr
So, machen wir es mal so. Und Gift und Galle müssen wir noch lernen. Okay. Das ist wichtig, Gift und Galle. Das müssen wir uns wirklich, also... Sehen wir dann. So. Dann gehen wir jetzt da zurück, wo ich herkam. Und zwar von hier. Und sprechen jetzt ein bisschen rum mit den Leuten. Tut mir leid, ich esse gerade nebenbei Zimtsterne, deswegen. Ich gönne mir gerade ein kleines Verschnauferle. Aber das siehst du ja. Kann dir also Schnurzpiepe sein. Aber höre, was ich zu sagen habe. Nun schau doch nicht so genervt. Meine Weisheiten teile ich ja schließlich nicht mit jedem. Den Worten anderer zuzuhören ist von großer Wichtigkeit. Das kannst du mir ruhig glauben. Also, es war damals, als ich so um die 27 war. Oh ja, einfach weggepennt. Warum rede ich nicht, gehe ich einfach durch. So. Was haben wir hier? Wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach oben. Dieser Aufzug verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Erdgeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und durch das hintere Tor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff Vorhänge angelegt habt. Vom ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels der Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meist dort zu finden. Im Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Du, Lilly. Was ist denn dieser Herzog Sitzo für einer? Ich bin ja in Lindblom zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Großherzog Zitt ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenarten haben, aber er war Vaters bester Freund. Ja, das war er. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, der wird dir schon zuhören und wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir erreichen in Kürze das zweite Stockwerk. Oh yeah. Bitches, please. Okay. Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandria ist hier, um von euch empfangen zu werden. Wo ist seine Exzellenz? Wo ist der Großherzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Nanu? Aber das ist... Zirp, 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 zirp. Seid willkommen. Zirp. Nein. Eine. Juckzirpe. Bam. Eure Exzellenz. Welch Unverschämtheit. Zirp. Was? Was denn, Lilly? Ich dachte, du triffst diesen Sid nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal. Das ist doch eine Juckzirpe. Auch die Juckzirpen sind in Lindblom ziemlich groß. Was soll diese lächerliche Groteske? Uns bei einer Audienz eine Juckzirpe vorzustellen, behandelt man in Lindblom so etwa so Staatsgäste? Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es bis hierhin zu schaffen. Und nun diese beleidigende Farce hier, das ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte so beruhigt euch doch, das ist seine Exzellenz der Großherzog. Jetzt reicht es mir aber endgültig, so etwas ist mir noch in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Wartet, Steiner. Dieser Bart. Seid ihr es wirklich, Onkel Sid? Ja, ich bin es. Sid Fabel. Zirp.
Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unserer Drachenkralle zum Verwechseln ähnelt, da wusste ich, dass du es bist. Zirp. Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst, doch bitte ich meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen. Zirp. Bitte lasst mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als wir zu Hilfe eilten, da war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt und seine ehrenswerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar. Respekt. Um sich unbemerkt hier in das Schloss reinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Nein. Tantalus hat damit nichts zu tun, Zirp. Du weißt über uns Bescheid? Es wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder, Zirp? Onkel Cid, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter und etwas bitten möchte. Ja, das dachte ich mir schon, Zirp. Aber für heute wollen wir es erstmal einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von den Strapazen der Reise, Zirp. Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen. Zirp, wie ihr wünscht. Dann ziehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang, bitte. Die Tafel ist bereits gerichtet. Oh yeah, gibt's erstmal fett was essen, oder wie? Oder was meint er mit Tafel? Jetzt wird erstmal hier dieser Gourmet-Fraß im Schloss. Das ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß gar nicht, was Lilly an diesem Zeug bloß findet. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges und das gibt's genau hier. Die Spezialität des Tages ist Karpfenkröten-Schenkelsuppe. Na, das ist doch was. Ja, also, nee, das ist nichts. Das ist, finde ich jetzt nicht so toll. Oh mein Gott, hey, Wirt. Gib mir mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. Was? Wer wagt es, über meine Suppe zu lästern? Ach, du bist sie dann. Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber immer doch. Und selbst so? Geht schon. Geht schon so. Also einmal Karpfenkröten-Schenkelsuppe, richtig? Kommt sofort. Verzeiht, aber ihr steht mir hier etwas im Weg. Aber hallo. Oh ja, yeah, aber hallo. Sag mal. Ja, wollt ihr etwas bestellen? Nein. Aber wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Hä? Ein Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff. Noch nie gemacht? Also ich sag dir, Lindblum aus der Luft. Traumhaft. Frau an der Theke, pass auf, wo du mit deinem Schwanz hinwedelst. Du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Na, dann guck dich doch mal an. Hast ja selber ein Recht verfilzt noch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Hey, sieh dann. Keinen Streit in meiner Schenke. Lange nicht mehr gesehen, sie dann. Ich glaub's ja nicht. Wie war nochmal gleich dein Name? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christina vielleicht? Nein. Halt, jetzt hab ich's. Doch du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller, sie dann. Mach ja nur Spaß. Den Namen einer feinen Dame vergesse ich doch nie. Freya. Wirklich lange nicht mehr gesehen, Freya. Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben. Wie viele Jahre ist es nun schon her? 3. Und wie ist es dir seit damals ergangen? Irgendetwas von deinem Geliebten gehört? Nach wie vor. Keine Spur von ihm. Und was treibst du in Lindblum? Doch nicht etwa am Jagdfestival teilnehmen? Natürlich. Darin nehmen die Leute teil,
die etwas auf dem Kerbholz haben. Das macht es interessant. Ich verstehe. Aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du etwa nicht teil, mein Bester? Ich denke, nein. Du enttäuscht mich, mein Lieber. Und? Hast du gar kein Heimweh? In Bormesia gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. Ja, ja. Das kenne ich. So, haben wir ja eine alte Bekannte getroffen, die Freya. Übrigens, einer meiner Lieblingscharaktere neben Vivi.